Meine Freundin hat's mal, okay. Ja. Alles klar. So, also pass auf, folgendes. Der liebe Lukas wird mir jetzt 5 Fragen über sich und seine minderwertig, unlustige und hässliche Persönlichkeit stellen. Und ich werde die versuchen zu beantworten. Wenn ich die falsch habe, muss ich leider hiervon ein kleines Würstchen snacken. Und glaub mir, das macht eigentlich keinen Sinn, weil ich danach wahrscheinlich eh reiern und kotzen und aus allen Öffnungen im Körper blutend am Boden liegen werde. So hart, er hat eben, wie gesagt, auch schon gesnackt. Schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei. Der Junge hat, glaube ich, auch ein bisschen gekottet in die Hose. Und ich check auch nicht, warum man sowas verkauft als Imbiss, weil das ist eigentlich total widersprüchlich, weil warum sollte man... Aber gut, okay. Lukas, beginne. Ich gebe dir das Zepter der Macht. Okay, also. Beginne. 5 Fragen, Freunde. Let's go. Nee, wir haben eben nur Fragen gestellt, die ich eigentlich gar nicht wissen konnte. Ja, komm, aber hör auf. Ja, ist okay. Hör auf. Du hast eben schon gesagt, du kennst zum Beispiel Hansi, meinen Wellensittich. Mhm. Wie alt ist denn der? 3, 2, 1, zack. Der ist 3. Ne, der ist 7. Was? Okay, der ist doch nicht 7 Jahre alt. Der ist Maul. Junge, der ist 7 Jahre alt. Ja, Hansi ist 7 Jahre alt. Und wollte mal sagen, ja, gib mir direkt das krasseste Stück. Richtig. Okay, schön, warte, warte, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, okay. Tiger! Ich schwitz jetzt noch, das war so scharf, das Zeug. Das war so scharf, das Zeug. Okay. Okay, dann. Oh ja! Oh, geil. Oh, oh, Alter. Ja, komm, ich würde sagen, wir hauen direkt die nächste Frage hinterher, oder? Ja, komm, ich krieg jetzt nichts. Okay, nächste Frage. Viele wissen ja, dass ich früher auf einer Hühnerfarm Eier sortiert habe. Jetzt. Digga, was passiert? Was? Egal. Jetzt. Ich bin am Schwecken wie ein Huhn. Jetzt die Frage, wo habe ich denn vor der Hühnerfarm gearbeitet? Hab ich auf jeden Fall schon mal erzählt. Was? Hab ich schon mal erzählt, wo habe ich vor der Hühnerfarm gearbeitet? 3? Bei der Kreisverwaltung. Nö, nirgendwo. Bitte chill, bitte, bitte. Nichts auf mir mit dem Pulver, nein. Ja, fick den. Fick den. Double Curry, oh shit, Digga. Ich doch, hast du immer mir auch gemacht. Okay. Warte, lass mich ganz kurz. Ja. Ich hatte eben noch so ein Brötchen liegen, Alter, ich will das essen. Das ist jetzt nicht da. So. Geh steht für Gönnen an dieser Stelle und Mund auf. Bitte nicht mehr, das ist so scheiße scharf. Mund auf und gönnen. Ja, Mann, ja, Mann. Warte, ich bin nachgeschmackt. Erst einmal. Merkt das gleich nochmal schön, wenn sie. So, Freunde, leider Gottes habe ich dann irgendwie die Kamera umgetreten, als ich eben so ausgerastet bin. Nein, Spaß, der Akku ist an der Lege gegangen. Deshalb legen wir jetzt einfach mit der Lege weiter, damit ich diese Schärfe noch im Mund habe, weil wenn wir jetzt warten würden, bis der Akku wieder geladen ist, ist das ganze Spiel schnell schon wieder vorbei. Ihr könnt froh sein, dass ich auf jeden Fall jetzt eben die Kamera ausgegangen ist, weil ich eben einfach fast am Boden gereiert habe. Das ist ehrlich. Nochmal, lieber Imbissbesitzer, warum tust du das? Wieso verkaufst du etwas, was Menschen wehtut? Du kannst genauso gut Reizwecken verkaufen, das ist genauso schlimm. Das ist so, ehrlich mal. Das ist dumm, das ist wie als würde man so eine richtig heiße Backplatte lecken und es brennt bis in den Hals und die Ohren jucken und die Augen tränen zwischendurch und man schwitzt. Wie schon wieder 2 willst du mich verarschen? Digga, du hast mir die Sau gequält. Okay, lass uns einfach durchgehen, weitermachen, Leute. Okay. Let's do it, shit, ne? Okay, nächste Frage. Bitte. Ich habe auf Instagram schon mal veröffentlicht, wie meine Freundin heißt und das wird jetzt von dir wissen. Digga, die Blonde. Ja, die ist ich würde ihn nicht. Yo, du mitgehört! Nein. Irgendwas. Alina! Alina. Junge, fuck! Ja! Ja! Das ja, war jetzt. Ja. Dafür gibt's beim nächsten Mal 3. Oh. Digga, halt! Hör auf! Ja, nein, das ist 3! Hör auf! Ja! Junge! Ja. Ja. Ich hab keinen Bock darauf, du! Hör auf, Mann! Mein Hinterkopf blutet später. Ja, ich hör auf. Ich hör auf! Lukas, ich krieg nicht mehr in den Mund. That's what she said. Alter, wir machen das gleich. Hör auf, Jens! Okay, ich will auf jeden Fall wissen, wie der Vogel denn hieß.
Der hat auch mal bestimmt so richtig dummen Namen. Der hatte. Geht so dumm Namen. Oh. Kann der so. Oh shit, ey. Aua! Das ist mein Mann so scharf ist! Soll ich einen Tipp geben? Soll ich einen Tipp geben? Ja. Der bist dumm. Piep. Was? Einfach nur Piep. Das Geräusch, Piep. Das ist der Tipp. Jetzt musst du nur noch auf den Namen kommen. Pieper? Nee, ganz so nicht, ist einfach nur Piep. Ich hab dir die Lösung schon gesagt, du bist jetzt. Wer nennt jetzt ein Baby? Piep! Du musst so zurückgeblieben sein in deinem Kopf. Wer nennt sein Mädchen schon Hansi? Genauso. Egal. Oder so. Thomas. Leute, lass mal da hoch, wenn ihr Thomas wissen wollt. Egal. Ich würde mal sagen, jetzt gibt's eine Triple Wurst, ja? Und. Meine Mutter kriegt hier einen Triple Wurst. Diese machen wie Eisenbahn. Komm her, jetzt wund auf. Meine Lippen brennen. Das war gut so, dann geht das auch noch weiter. Und rein damit. Bar! Junge! Bar, wie das aus? Shit, Digga! Oh Mann! Auf der einen war so viel Curry-Scheiße drauf. Ey, das musst du essen. Alter, Hals, Maul! Das ess, das ess, das mach wieder auf und ess! Sag, wenn's weg ist. Oh Leute, es tut mir voll leid. Das war zu scharf. Boah, ich muss mal so anblicken auch. Hör auf. Weg! Tu es weg! Tu es weg! Okay. Wir machen jetzt ganz schnell. Ich war zu viel Wurst, ich konnte. Wir machen jetzt ganz schnell die letzte Frage. Okay, dann hast du es hinter dir. Okay, so, die letzte Frage. Ich trinke jetzt erstmal was, warte. Okay. So. Das ist übrigens kein Wasser, sondern. Wenn du Glück hast, weißt du die sogar. Ich glaube sogar, du weißt die wirklich. Meine Mutter ist ja bekannt als Eiskönigin, ne? Schon lange her, aber das war immer so im Trend mit Rolling Stones. Wie heißt denn meine Mutter mit richtigen Namen? Dum, dum, dum. Hatte ich auch schon bestimmt ein paar Mal erzählt. Oder war doch aber in den Videos. Manuel hat immer gesagt, die Eiskönigin. Zwei Tipps. Zwei Tipps? Ich habe zwei Namen, okay, die ich sagen darf. Ja. Andrea? Ja. Ich sag nichts. Oder Clara. Ich weiß es nicht. Musst du halt selber wissen. Andrea. Nix von beiden. Was? Christina. Was für ein Clara? Scheiße. Clara Nichols. Nein. Christina. Missgeburt. Aber umso besser für uns, aber Leute. Jetzt kann er doch mal eine Double. Oder weißt du was? Nein, jetzt. Bei dir war's, nein, Soße, aber nicht mehr Currywurst, bitte, ich kotze da noch mal. Okay, ey. Pass mal auf. Jetzt haben wir die ganze Soße los. Oh, lecker. So, einmal Mund auf, bitte. Gib mir einen Moment, ja? Nee. Ich will nur einmal, warte, vielleicht hilft das, wenn ich die Schärfe meiner Zunge abmache. Ich will die Schärfe jetzt immer noch in meinem Mund und. Junge, egal. So, Mund auf. Augen das, zu. Das ist jetzt die allerletzte Mal, da musst du durch. Da musst du durch. Moment. Moment, jetzt kommt gleich. Das ist wie Feuer im Rachen. Immer mehr Soße, Mann. Guck dir das mal an, Junge. Okay, und jetzt ist Eskalation. Da war so viel Soße drauf. Da war so viel Soße. Kaum runter. Oh shit, Junge. Aber runterschlucken. Schluck runter. Kaum einen Schluck runter. Nicht wieder ausspucken wie eben. Schluck runter. Einfach schlucken. Gönnt euch das ohne Scheiß. Wenn ihr in Köln seid, es gibt so viele mega scharfe Currywurst. Ihr sterbt einfach davon, das ist nicht normal. Und schluck einfach runter, schluck einfach runter. Geht nicht! Kau und runter, weg damit! Umso länger du so Mund hast, umso. Halt einmal! Wie dumm ist der Junge? Es brennt doch noch viel mehr, wenn du es nicht runterschluckst. Oh shit, Mann. Meine Ohren, meine Augen, alles brennt einmal, alles. Oh shit, Mann. Ey, weg! Ist weg! Oh. 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 Ich hab mir hoch mein Kopf.
hab Tränen in den Augen. Du bist geil. Ich muss aber ehrlich sagen, ich muss mich geschlagen geben, du hast mehr gegessen als ich, ja? Mir geht das so scheiße. Mir geht das so ohne Scheiße. Ich war einer. Okay, Freunde. Das war mit Abstand bis jetzt das Krasseste, was ich jemals gemacht habe. Ich dachte schon, no way. Schmeckt, oder? Also es ist wirklich, ich habe gedacht, okay, es ist okay. Dann haben wir noch Chili-Flocken draufgetan, weil wir so dumm sind. Das war echt. Und jetzt, oh shit. Ich spüre halt gar nichts mehr. Ich trinke halt gleich erstmal nebenan mit der... Mein Mund ist taub. Ein Meter Wasser, ja. Wir trinken einen Meter Milch. Leute, das war's von der Extreme Currywurst Arschloch Challenge. Ich weiß nicht. Schaut auf jeden Fall bei Lukas vorbei. Da gibt's nämlich noch den zweiten Teil. Und jo, ich würde sagen, Geld ist Geld. Geld ist Geld. Drauf. Alter, Digga, das war... Mann! Alle rein. Lasst einen Daumen hoch, wenn ihr mehr Challenge sehen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Korrekt. Alle Seite.